Hi Leute, wie man sieht, öfter mal was Neues. Es ist mal wieder ein komplett neues Setup. Ich bin gerade bei meinem Freund und bin gerade auch von Michael und Lukas umgeben. Und es richten sich gerade drei Kameras auf mich. Juhu! Studiumsvlog. Was war? Gott, das letzte Mal ist, glaube ich, auch schon eine Weile her. Kurzer Rückblick, glaube ich, war das BWL gerade durch war, die Vorlesung, und dann die ganze Prüfung noch anstand, also drei Prüfungen, um genau zu sein. Und zwar ging es um Medientechnik und BWL und Netze. Genau, Medientechnik und BWL waren sowieso geplant als Open Book Klausur online. Das war dann auch so. Ursprünglich war der Plan, dass BWL etwas umfangreichere, komplexere Aufgaben werden, als wir in den Übungen hatten. Letztendlich waren es ungefähr die gleichen Aufgaben, zumindest vom Anspruch her. Medientechnik war zum Teil Multiple Choice und dann aber auch freie Aufgaben, wo man teilweise einen Text hatte und dazu was schreiben musste, was erklären musste. Oder man hatte beispielsweise technische Daten zu einem Lautsprecher und man musste dann dazu schreiben, was man quasi in Medientechnik dazu gelernt hat. Und dann ging es noch um Netze. Netze sollte ursprünglich im Computerpool in Präsenz stattfinden. Allerdings wurde das dann auch geändert und es war auch eine Open Book Klausur online. Also unser Dozent hat dann sich dafür entschieden, die Aufgaben so zu machen, also vom Umfang her, von dem Schwierigkeitsgrad her, als wäre es in Präsenz. Und der einzige Unterschied war, dass wir zwischen den Fragen nicht frei navigieren konnten, sondern der Reihe nach durchgehen mussten und wir konnten nicht wieder zurück. Wir konnten bei dieser Prüfung 109,79% oder so erreichen. Und die Prüfung war neu, das heißt, er hat auch gesagt, es kann also sein, dass die Zeit nicht ausreicht oder so, und deswegen wird er quasi die beste Leistung als die höchstmögliche Punktzahl werten und den Rest dann dementsprechend anpassen. Und da das ein Moodle-Test war, hatten wir das Glück, dass wir am nächsten Tag schon die Prüfungsergebnisse hatten. Mir fehlen aktuell noch 4 Prüfungsergebnisse, das heißt, das Fazit wird irgendwann kommen. Nächste Woche, also morgen, es ist gerade Sonntag, morgen ist Montag und morgen gehen die Vorlesungen vom Sommersemester los. Das ist quasi mehr oder weniger ein nahtloser Übergang. Das heißt, es wird demnächst auch der neue Studiumsvlog fürs Sommersemester starten. Ansonsten kann ich vielleicht noch ein bisschen von BAföG-Eskapaden berichten. Ja, das liebe Geld. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal berichtet, dass der BAföG-Antrag weggeschickt wurde. Jetzt habe ich eine Frage. Wofür zum Teufel gibt es, wenn man bereits einen Antrag gestellt hat, ein Formblatt, um ihn weiter zu beantragen, wo man bestimmte Dinge nicht ausfüllen muss, wenn das nicht ausreicht für eine Beurteilung und man einen Brief bekommt, man möchte doch bitte das andere Formblatt für den ganz normalen Antrag ausfüllen. Wofür haben Sie dann das andere? Wofür? Ja, dann haben wir noch das Problem mit den Leistungspunkten. Bis jetzt habe ich alles bestanden. Das Problem ist, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, ich hatte bereits ein Semester woanders studiert und das wird mir natürlich angerechnet. Das heißt, ich habe jetzt 3 Semester hinter mir, theoretisch Fachsemester, aber 4 Hochschulsemester, und deswegen muss ich jetzt schon Leistungspunkte nachweisen. Und die ich bei meinem anderen Semester quasi erreicht habe, die wurden mir nicht angerechnet an der neuen Hochschule. Weshalb ich quasi bei Null gestartet bin. Und in 3 Semestern kann man, wenn man alles nach Stundenplan und Regelstudienzeit und blablabla macht, 90 Punkte erreichen. Und genau die muss ich erreichen. Das heißt, ich muss jetzt noch diese 4 Prüfungsergebnisse abwarten, um zu wissen, ob ich BAföG kriege oder nicht. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die mit dem lieben BAföG ab und zu ein paar Probleme hat. Also, selbst wenn, ist bei mir jetzt nicht so schlimm. Aber ein bisschen nervig ist es dann schon, wenn man sich damit rumschlagen muss. Gut. Ich bin gespannt, wann ich das Fazit machen kann. Wie gesagt, ich muss noch auf die Prüfungsergebnisse warten. Und dann brauche ich auch die Nerven und die Zeit dafür. Ansonsten, wie gesagt,
kommt demnächst dann auch das für das Sommersemester. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!